Ich habe den ersten FC Köln mit den realen Tabellenstünden zur Winterpause übernommen. Wir haben die Transfersperre, es war richtig schlechte Moral im Kader, aber wir haben es geschafft, das Ruder rumzureißen und sind jetzt am vorletzten Spieltag der Bundesliga dazu in der Lage, den Nichtabstieg fix zu machen. Let's go! Also Freunde, das hier ist die Tabelle. Ich habe es euch in der letzten Folge ja logischerweise schon gezeigt, wenn ihr die nicht gesehen habt. Es lohnt sich, weil da sind durchaus sehr kuriose Sachen passiert. Das führt auch dazu, dass wir heute mal schauen müssen, wen wir ins Tor stellen und hoffen müssen, dass der sich nicht verletzt. Aber wir haben heute ein Spiel gegen Union Berlin, diesen Tabellenletzter. Wenn wir dieses Spiel gegen Union Berlin gewinnen, dann haben wir den Klassenerhalt schon fix gemacht und dann haben wir ein ganz entspanntes letztes Saisonspiel. Wenn wir es verlieren und Augsburg gleichzeitig gegen Stuttgart zu Hause gewinnt, dann haben wir nochmal ein sehr spannendes letztes Spiel. Da geht es für uns dann gegen Heidenheim. In Heidenheim werden wir das spielen. Auch Tabellennachbar könnte man sagen, sind aber 10 Punkte weg. Und der FC Augsburg, die auf dem Relegationsplatz stehen, die haben bei Leverkusen auswärts und das müssten sie dann auch gewinnen. Also die Chancen stehen richtig gut, dass wir heute den Klassenerhalt fix machen. Ja, und dann, dass wir nächstes Jahr dann eben auch wieder Bundesliga spielen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein ins erste Spiel. Ich habe nichts wirklich weiteres zu berichten. Es ist einfach nichts passiert. Es ist ruhig in Köln. Vereinsatmosphäre ist richtig gut. Die Unterstützung für den Trainer ist mittlerweile auf Durchschnitt, wobei es immer noch viele Leute gibt, die mich nicht mögen, unter anderem der Kapitän Florian Kainz. Müssen wir uns nächstes Jahr nochmal überlegen, ob der weiter ein Kapitän ist, wenn er so schlecht mit dem Trainer klarkommt. Schauen wir mal, ob das so eine gute Idee ist. Aber jetzt erstmal spielen wir hier gegen Union Berlin, die in einem 5-3-2 auflaufen mit Becker und Volland im Sturm, Gosens links, Trimmel rechts. Bei uns im Tor stehen wird Matthias Köbbing. Matthias Köbbing steht im Tor. Wir haben ganz viele Verletzte mittlerweile. Justin Diehl ist ebenfalls verletzt. Ich stelle dann Timo Hübers nochmal auf die Bank. Und das Problem ist, ich habe jetzt nicht wirklich einen zweiten Torwart, den ich, glaube ich, auf die Bank setzen kann. Nee, weil die alle unregistriert sind und man in der, man kann jetzt keine Spieler mehr registrieren. Also nach Ablauf der Transferperiode geht das nicht. Das heißt, in der letzten Folge haben sich ja zwei Keeper verletzt, was mir im FM noch nie passiert ist. Und ich muss jetzt sehenden Auges in die nächste Katastrophe gehen und Köbbing einfach aufstellen, ohne den Reserve Keeper auf der Bank zu haben. Das heißt, wenn der sich jetzt verletzt, dann müssen wir ins nächste Spiel gehen und haben keinen Torwart. Aber das wird hoffentlich nicht passieren. Das ist, glaube ich, im Großen und Ganzen die Mannschaft, mit der wir hier reinstarten werden. Marc Uth im Sturm, der hat das richtig gut gemacht. Der hat gerade einen Hattrick geschnürt. Er wollte ich ja eigentlich irgendwie verkaufen oder was weiß ich, aber ich glaube, das wird jetzt nicht passieren. Es ist aktuell der Stürmer bei uns, der am besten trifft. Besser als Waldschmidt, besser als Davy Selke. Genau. Und deswegen werden wir mit dem da im Sturm reingehen. Auch ansonsten ändern wir, glaube ich, wir ändern einfach gar nichts. Wir gehen einfach rein in dieses Spiel. Könnte sein, dass es heute mal eine etwas kürzere Episode gibt, weil es eigentlich gar nicht so wirklich viel zu tun gibt. Und ja, die Relegation, die würden wir dann eh erst in der nächsten Folge machen. Ja, wir brauchen einen Sieg, um den Abstieg zu verhindern. Also geht da raus und beeindruckt mich. Zumal, wenn wir dieses Spiel gewinnen und eh schon durch sind, dann können wir das letzte Spiel relativ schnell abfrühstücken, was wir dann noch tun werden. Aber dafür müssen wir natürlich erstmal dieses Spiel gegen den Tabellenletzten gewinnen. Und jeder, der den FM schon mal gespielt hat, weiß, dass Spiele gegen den Tabellenletzten nicht immer unbedingt die leichtesten Spiele der Saison sind. Leichter sind dann zum Beispiel Spiele gegen die Bayern. Das haben wir ja hier in dieser Karriere schon gewonnen. Jetzt aber die erste Szene, zweite Minute. Und Union kommt scheinbar das erste Mal über Rani Khedira. Bonucci, der hier bei Union geblieben ist, auch über die Rückrunde hinaus, der da jetzt weiterhin den Laden zusammenhalten soll in der Defensive. Robin Gosens über links, Diego Leite und wieder Bonucci. Khedira, Knoche haben einen sehr langsamen Spielaufbau, so wie es aussieht. Robin Knoche auf Yannick Haberer. Wir kommen nicht wirklich durch unser Mittelfeld durch. Wir stehen da sehr dicht, sehr eng. Zwei enge Viererketten. Und Union bleibt hier nur der lange Ball auf Geraldo Becker. Aber der funktioniert sehr gut. Geraldo Becker ist jetzt da, aber Köbbing, Junge. Matthias Köbbing, Fußballgott. Hält ihn einfach mal. Richtig starke Parade von Köbbing. Führt sich hier mega gut ein. Kann er gerne genauso weitermachen. Flanke kommt. Wir klären. Und raus mit dem Ball. Thielmann. Jan Thielmann. Haberer fault ihn, da kriegen wir einen Freistoß. Und jetzt haben wir vielleicht mal die erste Szene in der sechsten Minute. Carstensen, dessen Kaufoption, was mir jetzt schon mal nicht gefällt, guck mal hier, Christensen und Martel stehen sich aber mal genau auf den Füßen. Das muss nicht sein. Ich weiß nicht, was das soll. Normalerweise sollte das im FM24 eigentlich nicht mehr passieren. Egal. Schöner Ball auf Thielmann. Gosens Bonucci klärt. Und jetzt kontert Union, wobei Konter kann man das nicht nennen. Oh, Haberer jetzt am Ball. Hat ein bisschen Platz vor sich. Rechts raus auf Trimmel. Geraldo Becker setzt sich super durch. Aber es könnte Abseits sein. Nee, kein Abseits. Es gibt eine Ecke.
für Union. Wird reingebracht von Trimmel. Trimmel mit der Flanke. Köbbing ist da. Ganz sicher hat er den, Matthias Köbbing. Ganz, ganz, ganz sicher. Jetzt bauen wir von hinten auf. Das Highlight ist noch nicht vorbei. Es scheint sogar noch eine Szene zu geben. Vielleicht sogar für uns Ljubicic. Unser Mesala rechts raus auf Thielmann. Ljubicic wird uns ja wahrscheinlich verlassen im nächsten Transferfenster, weil er zu einem größeren Verein wechseln möchte. Thielmann auf Christensen. Mit dem Kopf auf Uth. Wieder zurück auf Martel. Das ist schönes Abstiegs-Tiki-Taka, was wir hier spielen. Pacarada, Pacarada, Uth! Abstiegskampf-Tiki-Taka, nicht Abstiegs-Tiki-Taka. Wir bleiben nämlich drin. Einfach mal hoch in den 16 und der köpft ihn wieder raus. Sehr filigran gelöst. Und die erste Ecke für uns. Darmstadt führt, by the way, gegen Hoffenheim. Ist uns erstmal egal. Keins mit der Ecke. Erik Martel! Und wir haben schon drin gesehen. Carstensen. Thielmann, Thielmann, Renault hält. Riesenchance für uns. Nächste Ecke für uns. Florian Kainz wird ihn reinbringen. Kainz, Kilian, Ball kommt nicht aufs Tor. Thielmann, Carstensen. Lead Pacarada. Lead Pacarada. Es gibt einen Elfmeter. Trimmel haut Pacarada um. Es gibt einen Elfmeter. Und was ich jetzt direkt machen muss, ich weiß gar nicht, ob ich den Elfmeter schütze. Ja, guck mal hier, das ist falsch. Eigentlich ist es nicht falsch. Eigentlich ist es genau richtig. Aber Marc Uth schießt diesen Elfmeter. Wenn er denn jetzt gegeben wird, also der VAR kann ja noch zurücknehmen, aber nach allem, was wir hier gesehen haben, gebe ich auf jeden Fall nicht Florian Kainz den Elfmeter, der mich eh nicht mag, dann macht Marc Uth das natürlich, die Legende himself, letztes Spiel oder vorletztes Spiel hat er im Tor gestanden, jetzt tritt er an, mit dem linken Fuß, macht einen ganz locker rein in den Winkel, wir führen 1-0 und werden damit nächste Saison weiter im Bundesligist. Let's go, schönes Ding. Freistoß Pacarada aus halbrechter Position. Ball wird erstmal nochmal geklärt. Jan Thielmann über links. Thielmann auf Christensen. Wieder Thielmann im Zentrum wartet. Thielmann macht es aber selbst. Ah, Thielmann macht es auch richtig gut hier. Schöne Flanke, Florian Kainz. Kommt aber nicht dran. Trimmel schädelt ihn raus. Geraldo Becker, Martel, Ljubicic. Und das sieht doch alles sehr, sehr, sehr gut aus. 2,02 XG hier. Also der Fußball, den wir spielen, da funktioniert mittlerweile ziemlich gut. Bei Augsburg steht es nebenbei noch 0-0. Da müssen wir natürlich auch ein Auge drauf haben. Aber ich hoffe einfach, dass wir hier durch das 1-0 Union Berlin relativ früh den Stecker gezogen haben. Die werden, die sind ja schon abgestiegen, glaube ich. Oder fast abgestiegen. Ich tippe mal nicht, dass die mental noch sehr stark sein werden. Aber bei Union weißt du nie. Bei Union weißt du nie. Jetzt bauen sie wieder auf über Diego Leite. Trimmel und Becker, der hier viele lange Bälle bekommt und das eigentlich ganz gut macht. Haberer ist schon angeschlagen. Lichten zurück auf Khedira. Kral. Okay, wird abgefälscht. Ecke für Union. Trimmels Ecke findet einen unserer Spieler. Sehr gut. Letzte Szene der Halbzeit. Nochmal ein Freistoß. Marc Uth. Da unten stand gerade, Uth macht alles falsch. Okay, wir gehen mit einem 1-0 in die Halbzeit. Es ist alles sehr entspannt. Die Laune in Köln ist gut. Bloß nicht selbstzufrieden werden. Jungs, macht einfach weiter so. Und dann gehen wir in die zweite Halbzeit. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir den Sack hier bald zumachen könnten. Keine Lust hier noch im Zweifel zu zittern. Pacarada auf Florian Kainz. Florian Kainz. Schön Ljubicic. Ljubicic wieder zurück auf Chabot. Geraldo Becker Press kriegt den Ball aber nicht. Ljubicic. Gut auf Marc Uth. Der setzt sich da durch. Marc Uth. Macht er dieses Mal nicht. Renault hält. Also Uth macht hier nicht unbedingt sein bestes Spiel. Hat trotz eines Tores eine Bewertung von 6,8. Das ist nicht so stark. Aber er hat eben das Tor gemacht. Der hat den Elfer reingemacht. Insofern kannst du ihm da nicht wirklich was vorwerfen. Bei Augsburg steht es in dem Ball immer noch 0-0. Also da passiert nichts. 70 Minuten sind mittlerweile durch. Ich glaube, wir können mal ein paar Wechsel machen. Komm, ich bringe mal Davy Selke in den Sturm. Uth macht hier nicht sein bestes Spiel. Ist aber nicht schlimm. Dann bringen wir Farid Alidou mal auf rechts außen. Thielmann hat das gut gemacht. Zumindest in allen Szenen, die wir so gesehen haben. Max Finkrefe lange nicht gespielt. Kommt mal rein für Pacarada. Drei Wechsel finde ich, glaube ich, erstmal soweit okay. Und damit führt Augsburg. Das heißt, der Sieg hier wäre schon relativ wichtig. Die letzten Minuten laufen. Von Union scheint hier nicht mehr wirklich was zu kommen. Benno Schmitz kommt und Olesen. Oh, Ausgleich Stuttgart. Führig macht das 1-1. Letzten Sekunden dieses Spiels laufen. Und damit sind wir. Damit haben wir es geschafft.
Leute, damit haben wir die Klasse einfach mal gehalten. Mega gut. Mega gut. Ich habe es zwischendurch wirklich nicht gedacht. Vor allem nach dem ganzen Hussein-Basic-Drama. Habe ich es nicht für möglich gehalten, dass wir noch irgendwie, dass wir dieses Schiff noch irgendwie gewendet kriegen. Haben hier aber ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Union. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir die komplett dominiert. In der zweiten ist dann nicht mehr so viel passiert. Gute Arbeit, Leute. Wir sind offiziell gerettet. Es hat keiner mehr an uns geglaubt. Ich habe selbst nicht mehr an uns geglaubt. Aber jetzt sind wir tatsächlich 13. Ziehen nochmal an Mainz 05 vorbei. Halten die Klasse und können uns einfach nur freuen. Borussia Dortmund bucht ein Ticket zur Champions League. Wie sieht es sonst in der Bundesliga aus? Bayern auf 1. Leverkusen auf 2, Bayern ist damit schon Meister. Na gut, je nachdem wie Leverkusen spielt. Leverkusen spielt morgen nochmal gegen Bochum. Und dann am letzten Spieltag hat Bayern Hoffenheim und Leverkusen spielt zu Hause gegen Augsburg. Also die Meisterschaft ist noch nicht komplett entschieden. Abstieg ist auch noch nicht komplett entschieden. Werder kann es noch erwischen. Sollte Augsburg Leverkusen schlagen und Werder verliert, dann steigt Werder, steigt nicht ab, aber die kommen dann in die Relegation. Und Augsburg, die können es auch noch komplett vereiern und irgendwie noch in die letzten beiden Plätze rutschen. Wir schauen uns in diesem Video dann ganz zum Schluss auch nochmal an, wer dann tatsächlich absteigt, wer aufsteigt, wie die dritte Liga ausgegangen ist und so weiter und so fort. Aber jetzt machen wir erstmal ganz entspannt unser letztes Spiel gegen Heidenheim. So, hier sehen wir jetzt ein kleines Interview von Frank Schmidt, der mich zu meinem Erfolg beglückwünscht. Er sagte, ich leiste super Arbeit für den 1. FC Köln, aber er hofft, dass wir am Samstag einen schlechteren Tag erwischen und dass er dann eben gewinnt. Aber für Frank Schmidt geht es ja ebenfalls um relativ wenig. Insofern wird das wahrscheinlich verkraften können, sollten wir das Spiel am Ende dann doch gewinnen. Jan Thielmann trainiert wieder super gut. Außerdem ist Toni Polster davon beeindruckt, wie gut wir aktuell spielen. Also auch die Kölner Vereinslegenden freuen sich über einen starken FC, zumindest in dieser Rückrunde. Ich meine, schaut euch das mal an, ne? Wir haben seit dem 30.03., das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele, haben wir nur eins unentschieden gespielt, den Rest komplett gewonnen. Geistes, also Wahnsinn. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, niemals. Und das ist auch echt ein bisschen verrückt, dass es jetzt so gut gelaufen ist. Ist für diese Retter-Saves auch nicht unbedingt typisch. Ich habe sowas ja schon öfter gemacht, auch auf dem Hauptkanal, und da ist es dann teilweise echt relativ trostlos zu Ende gegangen. Ich kann mich da an etwas mit Holstein Kiel erinnern, wo ich dann einfach abgestiegen bin aus der dritten Liga, ohne wirklich jemals eine Chance gehabt zu haben. Ja, also hier ist es mal ein absolutes Gegenbeispiel eines sehr gut gelaufenen Retter-Saves, was mich natürlich extrem freut. So, dann müssen wir nochmal ein Team aufstellen für das Spiel gegen Heidenheim. Okay, und ich glaube, das wird diese Mannschaft hier sein, mit der wir reingehen. Es wird einige Spieler geben, die ein Abschiedsspiel spielen werden. Zum einen, also zwei im Grunde. Heinz, mit dem werden wir nicht verlängern. Sehr wahrscheinlich zumindest. Vielleicht entscheide ich mich ja nochmal um. Ich überlege nochmal. Nächstes Jahr spielen wir Bundesliga. Da brauchen wir gute Innenverteidigung. Und das ist er eigentlich. Schauen wir mal. Vielleicht verlängern wir doch nochmal mit Heinz. Mit wem wir nicht verlängern werden, ist Benno Schmitz. Der möchte auch selbst nicht verlängern. Vertrag läuft aus. Kölsche Kafu kriegt hier sein Abschiedsspiel. Im Sturm wieder Marc Uth, Lindenmeiner lange nicht gespielt. Lassen wir auf links aus mal ran. Christensen, Ljubicic und Alidou. Auch der hat länger nicht gespielt. Bekommt auf rechts seine Chance. Paccarada, Chabot, Heinz, Schmitz und dann Köbbing im Tor. Schwebe ist auch bald wieder fit. Mal gucken. Könnte sein, dass wir auch Schwebe im nächsten Transferfenster verkaufen und dann einfach mit Jonas Urbich in die nächste Saison gehen. Ist ja ein guter Keeper, verliehen an Greuther Fürth. Könnte sogar sehr wahrscheinlich sein, dass wir das machen. Ein bisschen Geld sammeln für das Transferfenster in 2025 dann, das erste. Aber damit gehen wir mal hier in dieses letzte Saisonspiel gegen Heidenheim. Dann können wir uns hinterher nochmal drüber unterhalten, welchen der Leihspieler wir fest verpflichten wollen und wen wir dann vielleicht einfach wieder gehen lassen. So, 10. Spielminute. Wir haben das erste Highlight. Mal sehen, vielleicht ist es ja sogar eins für uns. Benno Schmitz auf Chabot. Der auf Lea Paccarada. Ich würde die Saison natürlich sehr gerne mit einem weiteren Sieg abschließen und extrem positiv gestimmt in die Sommerpause gehen. Ljubicic jetzt. Im Sturm wartet Marc Uth. Das ist Farid Alidou. Schön gespielt. Marc Uth. 1:0 Köln. Könnte sein, dass es abseits war. Also für mich sah es von hier nicht so unbedingt nach abseits aus. War aber relativ knapp. Das Tor zählt. Marc Uth trifft auch in diesem Spiel. Der Mann ist einfach ein Phänomen, ey. Der ist einfach ein Phänomen. Wunderschön gespielt. Schön von Ljubicic auf Alidou. Der legt direkt weiter. Uth ist da. Tunnelt den Keeper. Und wir führen hier mit 1:0 in Heidenheim. Es geht einfach genauso weiter. Jetzt ist Alidou verletzt. Was hat er? Oberschenkelverletzung. Okay, dann bringen wir Thielmann. Schade.
Schade, schade, schade. Ich hätte ihm gern hier die vollen 90 Minuten gegeben, auch um sich zu empfehlen für eine eventuelle Festverpflichtung. Ich glaube, Ali Du werden wir wahrscheinlich fest verpflichten. Carstensen werden wir fest verpflichten. Und bei Waldschmidt bin ich mir ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig sicher. Wir haben auf der Position Selke auf jeden Fall. Wir haben Marc Uth. Wir haben noch einen Tigges rumlaufen. Ich glaube, eigentlich brauchen wir da nicht unbedingt noch einen dritten Stürmer. Auch wenn Luca Waldschmidt ja eigentlich ziemlich gut ist. Im FM. Das hat er jetzt hier in der Rückrunde nicht wirklich gezeigt. Also wenig gute Spiele gemacht, auch wenn er jetzt zum Schluss relativ wenig gespielt hat, natürlich. Ja. Aber da gucken wir nochmal. Die Bayern führen durch Harry Kane. Das heißt, die Bayern werden hier wahrscheinlich Meister. Langer Einwurf jetzt nochmal von Heidenheim. 51 Minute. Florian Pick. Paccarada klärt. Schöppner. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Leverkusen führt aber auch in Augsburg. Mal gucken, was Hoffenheim noch macht. Vielleicht holen die ja irgendwie nochmal ein Tor und dann wird es nochmal eng. Schauen wir mal, wir werden weiterhin ein Auge darauf behalten. Ecke Schmitz. Ball wird geklärt. Beck. Köpfchen raus. Schmitz ist aber da, um den Ball wieder aufzusammeln. Chabot, Martel, schön gespielt. Richtig schön gespielt. Paccarada macht er selbst. Und Eicher im Tor hält den. Schade. Schöne Kombination. Auf links außen macht Lindenmeier das übrigens auch wieder nicht so gut. Eine 6,4 spielt er nur. Geht auf jeden Fall besser. Ecke Paccarada. Heinz kommt nicht ran. Meiner jetzt mit viel Platz. Kann schießen. Und schießt ihn in die zweite Etage. Einwurf Schmitz. Schmitz auf Ljubicic. Wieder Ljubicic. Flanke kommt. Meiner. Pfosten. Linden hat kein Glück. Hier. 6,2 spielt er jetzt mittlerweile. Tut mir ja ein bisschen leid für ihn. Lass uns mal ein bisschen durchtauschen. Erik Martel nehmen wir runter. Wir bringen Olesen. Marc Uth kriegt seinen verdienten Applaus. Dafür kommt dann Luca Waldschmidt auch mal wahrscheinlich auch mit seinem letzten Auftritt für uns, denke ich mal. Ihr könnt mich in den Kommentaren aber natürlich gerne davon überzeugen, dass wir Waldschmidt halten. Ich werde das nicht jetzt entscheiden. Ich werde mir anschauen, was ihr dazu sagt und dann quasi mit euch gemeinsam entscheiden. So, Hübers ist wieder fit. Das heißt, auch der kriegt nochmal einen letzten Einsatz diese Saison. Viertelstunde ist noch zu spielen. Wir führen hier mal wieder mit 1-0. Die Bayern lassen hier scheinbar auch nichts mehr anbrennen. Werden deutscher Meister. Werder Bremen bleibt drin, so wie es aussieht. Aber das gucken wir uns dann alles gleich nochmal an. Das Spiel hier ist aus. Wir haben schon wieder gewonnen mit 1-0. Können damit sehr zufrieden sein. Heidenheim ist hier zum Schluss nochmal gekommen. Haben wir aber nicht gesehen. Gut gemacht, Männer. Das war ein schöner Sieg für uns. Kann man nicht anders sagen. Und wir haben eine Abschlusstabelle. Und die sieht so aus. Der FC Bayern ist deutscher Meister. Selbst wenn sie das Spiel verloren hätten, mit der Tordifferenz wäre bei Leverkusen dann niemals im Leben mehr rangekommen. Bayern erster, Leverkusen zweiter, dann Leipzig, Dortmund zieht in die Champions League ein. Wir haben Stuttgart, Europa League und Frankfurt spielt Conference League, je nachdem wie das Pokalfinale dann ausgeht, nehme ich mal an. Absteiger sind Union Berlin und Darmstadt 98, die sich am letzten Spieltag dann beide nicht mehr daraus hieven konnten. Union hat gegen Freiburg zu Hause verloren. Das ist schon bitter, ne? Also die hätten da einfach nur gewinnen müssen. Nee, wobei selbst dann, ne? Selbst dann, das mit dem Torverhältnis, das hätte nicht mehr gepasst. Darmstadt hat gegen Dortmund 5-2 verloren, die hatten da gar keine Chance. Und sind jetzt eben abgestiegen. Ja, das ist die Bundesliga-Tabelle. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal ein paar Tage in die Zukunft. Schauen uns an, wie die anderen Ligen so ausgegangen sind. Schauen uns an, wer den Pokal gewonnen hat, wer die Champions League gewonnen hat und so weiter und so fort. So, damit sind wir am 2. Juni. Das heißt, alle Wettbewerbe müssten zu Ende sein. Und ich kriege hier gerade die Nachricht, dass Benno Schmidts Vertrag in Kürze ausläuft und ob ich nicht mit ihm verlängern wollen würde. Ich dachte eigentlich, dass es nicht gehen würde, weil er seine Option am Ende seines Vertrags sondieren möchte. Aber ich kann Vertragsverhandlungen mit Benno Schmidts beginnen. Und ich würde ihn gerne halten, weil er, wenn man sich mal hier sein Profil anschaut, warte mal, guck mal hier, der ist halt sehr polyvalent, sag mal. Er kann rechts spielen, kann links spielen. Ich glaube, es ist einigermaßen beidfüßig. Ich glaube, das wäre keine so schlechte Idee, den einfach mal zu halten. Wenn er dann die Rolle als Rotationsspieler akzeptieren würde, macht er nicht. Er möchte gerne Stammspieler sein. Schauen wir mal, ob wir daran vielleicht noch was drehen können. Ich verhandle mal einen Vertrag mit ihm. Aktuell verdient er 800.000. Er möchte ihn fast verdoppelt haben. Das machen wir natürlich nicht. Das machen wir natürlich nicht. Ich kann ihm sowas anbieten, aber viel mehr dann halt auch nicht. Also wenn wir uns irgendwie auf eine knappe Million einigen können oder eine gute Million, irgendwas zwischen einer Million und 1,1, eine Million Euro für noch ein Jahr Benno Schmitz,
Ist, glaube ich, okay. Hätte er noch Vertrag bis 2026? Ist ein nützlicher Spieler. Ist wirklich ein nützlicher Spieler. Hat auch eine gute Persönlichkeit und so. Ich glaube, man macht nichts falsch damit, wenn man Benno Schmitz nochmal hält. Ich hätte halt gedacht, das geht einfach nicht, dass er gerne weg möchte. Aber möchte er wohl nicht. Insofern halten wir nochmal. Ja, was ansonsten noch passieren wird, was verlängerte Verträge und sowas angeht, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Jetzt gucken wir erstmal, wie es in der zweiten Liga aussah. Und da sah es so aus. Meister ist der glorreiche Hamburger Sportverein. Unter Cheftrainer Tim Walter wahrscheinlich immer noch. Ja, warum auch nicht? Warum sollen sie den rausgeschmissen haben? Zweiter Holstein Kiel und dritter, der ist der FC St. Pauli. Ja, also würde ich in der Realität komplett so nehmen. Schade, dass Fortuna Düsseldorf es nicht geschafft hat. Da wird sich Sascha ärgern, der Cutter. Der wird da traurig drüber sein. Ein Punkt hat am Ende gefehlt. Das ist echt belastend, ne? Wie sah es im letzten Spieltag aus? Pauli 3-0 gewonnen. Okay, dann war da eh nichts mehr möglich. Und Düsseldorf auch gewonnen. Insofern insofern war da nichts drin. Lautern steigt ab in die dritte Liga. Das ist krass. Braunschweig und Wien Wiesbaden, ebenfalls Osnabrück, rettet sich da noch irgendwie, was sehr überraschend ist, nachdem, wie sie sich in der Realität so angestellt haben. In der dritten Liga sah das Ganze dann so aus. Dynamo Dresden Meister, Regensburg und Verl steigen auf. Duisburg, leider steigt der VfB Lübeck ab. Ich habe ein Herz für den VfB. Das finde ich sehr schade. Ich hoffe, die packen das in der Realität. Halle und Freiburg 2 gehen ebenfalls runter. So viel zur dritten Liga. Lass uns mal gucken, wer den DFB-Pokal gewonnen hat. Das ist leider sehr langweilig. Darmstadt war im Finale gegen die Bayern. Im Halbfinale hat Darmstadt Hertha rausgehauen und Bayern gegen Dortmund in der Verlängerung. Ein cooles Pokalfinale mit Darmstadt gegen Bayern. Eigentlich schade, dass die Bayern das dann am Ende dann doch für sich haben entscheiden können. Kane und Koma mit den Toren. Darmstadt hat nie wirklich eine große Chance gehabt. Wir gucken mal, wer die Champions League gewonnen hat. Das ist PSG gewesen im Finale gegen Manchester City. Relativ unspektakulär. In der Europa League stand bei Leverkusen im Finale, hat da gegen Liverpool verloren. Und in der Conference League gab es ein 6:0 von Aston Villa gegen Sparta Prag. So, dann kommen wir zum Ende dieser Folge und da, wie gesagt, möchte ich die Frage an euch stellen, wen ihr von den drei Spielern, die wir geliehen haben, denn weiter beim Verein sehen würdet. Wir haben Carstensen, wir haben Waldschmidt und wir haben Farid Alidou. Alidou kostet 3 Millionen, Waldschmidt 2,9 und Carstensen 1,5, was wirklich sehr günstig ist. Ich denke, bei Carstensen sind wir uns einig, dass wir den auf jeden Fall behalten sollten. Alidou hat sich in den der hat es eigentlich ganz gut gemacht. 17 Spiele, Durchschnittsnote 7,11 ist voll gut. Ich denke auch Alidou werden wir behalten, nur bei Waldschmidt bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Der hat nur ein Tor geschossen in 14 Einsätzen. Gut, in 10 davon wurde eingewechselt, aber trotzdem ist das halt eigentlich ein bisschen zu wenig. Möchte wahrscheinlich auch einiges verdienen. Also meine Variante wäre Carstensen und Alidou behalten, Waldschmidt gehen lassen. Bin dann gespannt auf eure Meinung. Ich glaube, in der zweiten Mannschaft haben wir da auch noch, schauen wir auch noch mal rein. Ich glaube, da gibt es aber keine Spieler, die wir, doch Salinger haben wir geliehen. Es kommen einige Spieler zurück, die verliehen waren, wie zum Beispiel Tim Lemperle. Wir haben Jonas Urbich, den wir dann wahrscheinlich nächste Saison ins Tor stellen werden. Und wahrscheinlich werden wir Schwebe verkaufen, Urbich ins Tor stellen. Ansonsten gibt es hier relativ wenige Spieler, die interessant sein werden. Florian Dietz haben wir auch verliehen. Und ich glaube, auch den werden wir dann am Ende verkaufen. Vielleicht möchte Hannover ihn ja ganz gerne direkt übernehmen. Gucken wir uns dann mal an. Ich glaube, jetzt habe ich eigentlich gar nicht mehr so wirklich viel zu sagen. In der nächsten Folge geht es dann direkt weiter mit Bundesliga-Fußball. Ich glaube, wir werden einfach mit der gleichen Taktik spielen, die wir hier jetzt einstudiert haben. Es ist ja wirklich extrem gut gelaufen. Guckt euch das mal an. Ne? Marc Uth hat einfach in den letzten 5 Spielen hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tore geschossen. Also der Typ ist einfach, der Typ ist einfach richtig gut. Das ist ein schönes Schlusswort für diese Folge. Hat mich sehr gefreut, dass ihr bis hierhin mit dabei wart, dass dieser Redder-Safe bisher so gut gelaufen ist. Wir sehen uns dann zur nächsten Saison wieder. Bis dann. Das ist schönes Abstiegs-Tiki-Taka, was wir hier spielen.